Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Achievement Gute Nacht, mein Prinz, und für dieses müssen wir den Avatar von Sitralis im Tempel von Sitralis auf den Schwierigkeitsgrad mythisch wiederherstellen, während der Prinz aktiv ist. Und ja, das ist der Endbosskampf und ja, ich habe die 90% hier weggeschnitten, denn ihr werdet hier sehr, sehr lang verbringen. Ihr müsst nämlich diese Frösche, die hier während dem Kampf kommen, küssen. Und wenn ihr oft genug geküsst habt und den richtigen erwischt, dann kommt hier dieser Prinz raus. Und ja, das ist hier Prinz Gallivix. Recht romantisch gemacht, man küsst den Frosch und kriegt den Prinz. Dann kriegt man zwar Gallivix, ist der viel besser als ein Frosch, sei jetzt mal dahingestellt. Wir haben hier den Kampf davor schon bestimmt 6-7 Minuten gekämpft, bis wir quasi den Proc des Prinzen hatten. Was relativ hart ist, denn ihr müsst denken, die Frösche wollt ihr alle nicht sofort töten, sondern es muss halt jeder durchtappen und am besten macht ihr euch ein Makro mit /kiss/küssen, wenn ihr einen deutschen Client oder englischen Client mit Kiss habt. Um dann dementsprechend diesen Prinzen zu triggern. Und ihr habt dann ständig diesen Heal-Debuff drauf und der Heiler hat es hier auf jeden Fall relativ schwierig, dann die Gruppe am Leben zu halten. Vor allem, ihr kämpft hier 3 oder 4 Mal so lang, wie der Kampf normal ist. Ja? Also es ist schon eine taffe Geschichte, vor allem für einen Heiler. Und ihr solltet da ein bisschen gucken, dass ihr vielleicht auch sehr Dungeon-dienlich spielt. Hier ist das Pendant hier von Raid-dienlich quasi, um Schaden einfach zu vermeiden. Wir haben zum Beispiel auch die Ads in den vorherigen Phasen relativ lang leben lassen, weil dann mehr Froschphasen kommen und dementsprechend zieht sich das halt alles relativ lang. Sobald ihr dann aber den Prinz getriggert habt, was lang dauern wird, auch bei euch wahrscheinlich, könnt ihr einfach den Boss runterspielen, umhauen und ihr habt dann dementsprechend euer Achievement. Und ich habe sogar damit alle Dungeon Achievements fertig. Bin einmal durch, es war eine lange, lange Nacht, wo ich das hier angegangen bin und ja, habe auch meinen Meta-Achievement plus Mount und ja, somit sind wir am Ende von dem Video und von den allgemeinen Achievement-Guides für die BFA Dungeon Achievements. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Ganze weitergeholfen hat, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich positiv bewertet und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr auch sehr, sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.